Schock für Haus des Geldes-Star Miguel Herrán. Der Schauspieler musste aus seinem eigenen Schlafzimmerfenster springen, wie Daily Mail berichtet. Grund dafür war ein enormer Brand in seinem Haus in der spanischen Stadt Ávila. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 13. April. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist nicht ganz klar. Völlig aufgelöst teilte er in seiner Instagram-Story Videos von seinem niedergebrannten Haus. Ich kann es nicht fassen. Scheiße, mein verdammtes Haus, hörte man Miguel in seiner Story weinen. Örtliche spanische Medien zitierten den Schauspieler nach dem Brand so: Es erwischte mich, während ich schlief. Ich wachte zu dem Geräusch meines brennenden Hauses auf. Ich floh durchs Fenster meines Zimmers. Ein echter Schockmoment für den Haus des Geldes-Star. Glücklicherweise ist niemand bei dem Feuer zu Schaden gekommen.